Naja, gut. Hilft ja alles nichts. Wir müssen Roland retten. Alter. Alle nur Schrot für mich, oder was? Na, auch ein bisschen seltsam. Dafür, dass er so eine Stahlmaske in der Fresse hat, ist aber ordentlich leicht zu killen. Ja, so gut wie er ist, dass ich noch eine Chance habe, Rosé. Und da war er plötzlich abgebrannt. Ach, da hinten ist noch so ein... so ein Geschütz. Und wieder einer hin. Ja, und wieder einer. Lauf die Waffe! Ja, mache ich sofort. Geschütz. Moment, ich habe aber hier noch was. Hier lebt noch einer! Ja, ich sehe es. Hier lebt noch einer. Den muss ich ja direkt ein bisschen Blinde drücken schießen. Ja. Mick Jagger ist ein Slagger. Du alter Nagger. Du alter Nogger. Also, das war jetzt nicht diskriminierend gemeint. Da habe ich mir aber doch dann die Vorlage. Aber trank den. Egal! Hast du nicht? So Wahnsinn! Jungs! Du. Egal. Du hast uns eine massive merkwürdige Bewegung. Ich bin Exton. Der Mann mit dem knallharten Knüppel. Ah, du siehst alles. Wir haben hier einen Hellseher. Ah, ich verstehe schon. Oh, tut mir aber leid. Hast du das auch schon gesehen? Ich glaube nicht, dann wärst du nicht so brachial runtergefallen und alles andere wäre eine Lüge gewesen. Aber was, mit wem rede ich da überhaupt? Ist ja eh draufgegangen. So, ey. So. Oh, Iridium und etwas Geld. Iridium und etwas Geld. Ein paar Knallköpfe hier und ein Marode auch da. Dann knall ich euch so ab, das war doch klar. Alter, lauf doch nicht immer so im Schnörkelgang. Fick dich. Genau, aber direkt ins Knie, Monami, bis ein Loch drin ist. Sonst sorge ich dafür, dass ein Loch drin ist. Und glaub mir, das erste ist angenehmer. Keine Ahnung. So. Nachdem wir wieder hier rumgeliebkost haben, können wir ja in den nächsten Abschnitt. So, alles nochmal nachladen. Wir halten aber selten bessere Waffen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Naja. Yeah, we come tonight, yeah. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne die Musik nicht. Aber es klingt rockig und das muss gut sein. Then we come tonight. So. Oh, $66 haben wir eingesammelt. Hübsch. Oh. Sieh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Mehr will ich gar nicht. Nur diesen Planeten säubern. Das heißt, dass ich Banditen wie dich killen muss. Oder diese Bloodshots. Oder diese Crimson Raiders Idioten in Sanctuary. Dann mache ich das nur zu gern. Aha. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Satans Suckhole. Ich glotz nicht, ich brenne nur ein bisschen deine Rübe weg, verstehst wohl, hä? Heiß hergehend, muss ich sagen. Einkräfte! Hui! Wurfsalat gemacht! Ein Wurfsalat, auch wie schön. Alter Psycho! Das haben wir ja gesehen in 2 Folgen vorher oder 3 sogar schon. Das ist kein Psycho, das ist ein Psycho, genau wie das hier wahrscheinlich wirklich ein No-Mate ist. Alter! Geschütz wird aufgestellt! Wer basht mich denn hier hinten hin? Oh!
ich tanze auch gerne Tango. Also gar nicht, aber hey, man kann auch schön lügen. Ja, schnell draufhalten. Du solltest lieber abhauen! Ach, was ich sollte und was ich mache, sind immer noch zwei Seiten einer einzelnen Münze, der Seite eine Zweidimensionalität einer Reflexion betrifft. Bedeutet, ich mache eh das, was ich für richtig halte, also schlage ich dir ins Gesicht, mein Freund. Ah, und ich, irgendjemand schießt auf mich. Wo denn? Alter, ich bleib hier überall dran, ey. Ich werde dich töten. Dann töte mich doch. Dann versuch's doch. Alter, du schießt und schießt und ziehst und ich lauf weiter und ich stehe immer noch. Und kann dich sogar noch erschlagen, weil ich so toll aufpassen. Bin. Aufpassen! Söldner! Ja, genau, aufpassen. Söldner, Vorwarnung. Wo seid ihr überhaupt? Ich höre euch quatschen, aber ich sehe euch nicht. Ich dachte, hier wäre noch eine Kiste gewesen, die ich übersehen habe, aber das war wohl nicht so. Naja, gut, hier haben wir wenigstens noch so ein paar Kartons mit ein bisschen Muni drin. Wofür werde ich bezahlen? Ich bezahle für gar nichts. Nein, ich laufe nicht weg. Ich like free to play. Wie der Name an der Tür. Ich weiß, du warst hier. Ich weiß noch unseren ersten Tag. Bla 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 bla. Und ich nahm meine Munition dann in die Hand. Bla 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 bla. Ich gab dir dann Liebe. In dein hässliches Gesicht. Alter, wer will, das ist ja hier nicht. Ach, von hinten auch noch. Alter, wie pervers das wieder ist. Ja, anstrengend ist das auch. Also konzentriert zu bleiben bei der Sache, wenn so viele Gegner da sind. Ja, werde ich. Ich werde überleben. Nee. Nur doch, das sehe ich ein bisschen anders, Michael. Schnauze da oben. Ich habe gesagt, da oben. Alter, hörst du mir nicht zu, Flitzpiepe? Naja, das sagt der Richtige. Bindet sich direkt drei um sein Schild. Na, wer von uns beiden ist wohl der Liebhaber? Muss immer ein paar Zwerge um sich haben. Ich ja nicht, ne? No, mate. Alter, Roland, sei schon mal. Exen lädt nach wie eine alte Krücke. Niemand, ja, ja. Weil ich nie alles nicht bin und dann doch. Falsche Waffe. So. Ach, schnell weg. Alter, lauf. Alter, wo klemm ich denn hier fest? Ah, da kriegst du manchmal hier Zustände. Sogar zwei. Ein hin und ein her. Da hinten. Jetzt sehe ich schon auch. Na komm. Komm aus deiner Deckung. Ich sehe dich. Nicht jetzt, aber gleich. Na komm, komm raus. Zeig dein Köpfchen, zeig deine hässliche Visage. Oder zeig einfach nur deinen Schädel, damit ich draufhalten kann. Deinen Kopf muss man nicht wirklich sehen. Ja, was haben wir denn da für eine Frage? Warum Banditen so doof sind? Ich weiß es nicht. Fragt euch das selber, aber ich glaube, das könnt ihr gar nicht machen. Oh, Mad Mike. Mad Mike. Mal wieder nachladen, wie so immer. Scheiße. Ah, verdammt. Oh, was für ein Glück. Ja, aber ich kann, du weißt doch, ich mach das doch nicht. Mad Mike, Alter. Nein, ich weiß nicht, was du getan hast. Dann rede doch mal mit mir. Versteh dich so leider nicht. Dort immer mal. Ja. Scheiße. Alter, ich krieg hier nur Schüsse ab. Das ist nicht zu fassen. Nein, ich höre nicht auf, anstrengend zu machen. Ich mach gleich ein Wortspiel und stell dir mathematische Aufgaben. Ja, dann lass es. Du kannst immer noch der Glauben. Echt? Seht euch nur die ganze Ausrüstung an! Alter, was war denn das jetzt? Ein Schuss und dann höre ich weg. So muss ich wenigstens nicht hören, wie der labert, der Dummkopf da oben.
Zu viel. Ich leg mich schlafen. So. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, wir haben falsche Waffen, aber egal, da haben wir nichts Besseres gekriegt bisher. Oder habe ich da was übersehen? Ich gucke nochmal schnell im Inventar nach, ob ich da nicht wirklich was übersehen habe. Weil die scheint nämlich schon viel besser zu sein als unsere... Einerseits. Und andererseits, ja, ja. Jetzt hat er mich aus dem Konzept geworfen, der Ex. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nee, was ich eigentlich sagen wollte... Einerseits und andererseits, nein, habe ich das Gefühl, dass wir einfach viel zu schwache Sachen haben. Das ist so die Preisfrage. Aber ich habe gerade mal im Inventar rumgeguckt, da ist nicht wirklich was besser. Ja, eine Waffe war jetzt vielleicht mal besser, die Anfeuerwaffe, hier die, aber... Ja, ja, ich gehöre dir, genau, das sag's immer wieder gerne, weil ich dich... Zum Angriff, Jungs! Na, ist er wer abgebrannt? Ja, finde ich auch. Und die, weißt du was? Die möchte ich noch erweitern. Überrollt den Feind! Ja, mit wem redest du denn da? Verdammter Glückspilz! Warum Glückspilz? Was? Verdammt, ist doch schön. Nein, das darf doch jetzt nicht. Why the fucking shit I do this? Erziele einen Kill. Ich hab den doch gerade umgebracht. Ich hasse das mit dem Timing. Ich bin auch einsam. Da fehlen mir einfach die Worte. Wir waren so standsicher, so verdammt standsicher, und dann gehen wir trotzdem drauf. Das ist nicht zu... Leben kann jeder. Haben Sie den Mut zu sterben? Ja, schon oft genug, und leider muss ich es auch zugeben. Das hat aber weniger was mit Mut zu tun, als gerade ein blödes Timing. Ach, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wir haben den Mad Mike besiegt. Auch wenn ich nicht gerade mit Ruhm mich bekleckert habe, gerade auch im letzten... Schnitt. Er geht in die Knie und dann explodiert irgendwas und wir gehen auch in die Knie. Und können uns natürlich dann nicht mehr aus unserer Bredouille retten. Oh, wir haben eine neue Waffe, die viel stärker ist als das, was wir bisher haben. Also werfe ich einfach mal was weg. Die war das, genau. Zack. Nein, naja. Na gut. Wir müssen jetzt mit der Schmach leben, dass wir das so leider... bisschen ungünstig geklärt haben, aber gut. Wir haben genug Geld und konnten uns damit wieder beleben. Wobei ich mich frage, warum gibt es das eigentlich bei Borderlands nicht, diese Möglichkeit eines ohne zu sterben zu schaffen, aber gut. Aber jetzt haben wir erstmal ein neues verlorenes Echogerät und lauschen den lauschigen Worten dieses Echogerätes. Bloodshots! Roland's Raiders reißen uns in Stücke! Ihre Waffen sind verdammt nochmal zu gut! Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Reißt euch zusammen und hört auf, ständig zu sterben. Und hört auf, vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penner Marcus kaufen. Er lebt in Sanctuary. Also ist er genauso ein hinterhältiges, selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders. Genau, vor allem selbstgefällig. Wobei man sagen muss, Marcus, ja, der Rest, naja, mal Roland und die Raiders, naja, glaube ich eher weniger, aber gut. Aber der Freund meines Freundes ist ja mein Feind, nein. Verdammt, Hyperion! Ich habe nicht die Hälfte meiner Männer verloren, um den neistgesuchten Verbrecher auf ganz Pandora zu entführen, damit ihr mich ignoriert! 50.000! Nicht auf den Kopf! Nein, nicht auf den Kopf, weil dann weiß ich ja genau, wo ich nicht hinzielen muss. Ich schreie nicht! Mein Gott, ist ja nicht zu glauben. Das kommt halt davon, wenn man so stumpfsinnig doof ist, dass die Ohren so verstopft sind, dass da nichts mehr reinkommt.
Brenner! Geht von außen nach innen! Oh, das! Jawohl! Und den nächsten Psycho haben wir auf unserer Blacklist abgehakt. Ja, ja, das glaube ich dir sofort. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Nein! Ah, fuck. Blöde Sackgasse. So, geschafft. Mein Gott, was für ein Kampf hier. Aber die mit dem Schild sind auch ein bisschen fies, weil da kommt man nicht wirklich mit den Schüssen durch. Und die Genauigkeit reicht leider, glaube ich, nicht. Also bisher macht es zumindest den Anschein, dass man auf die Hand und auf die Beine gut schießen konnte. Naja, egal, jetzt liegen sie da, die alten Fleischklumpen. Wen haben wir denn da? Hallo. Okay. Das ist dann meine Geschmack. Alter. Jetzt kommt. Vorsicht, Granate. Ja. Ja, die Granate hast du aber gut weggeschickt. Da muss ich dir echt ein bisschen Respekt zollen. Was einer im Kopf von mir. Als Danke dafür. So. Zack. Mann. Das Gebiet zieht sich hier aber auch irgendwie in Stunden und Dagen. So. Hier nochmal die Kisten leeren. Aber jetzt haben wir momentan nicht das Munitionsproblem, eher das Nachladeproblem. Das ist nicht so schön. So, und da haben wir das auch schon gelernt. Ach, hier sind noch mehr Spinnen, ach Gott. Ach Gottchen. So. Du solltest lieber abhauen! Ach, aufpassen! Alles! Granate! Wann ich sollte, entscheiden über euch. Danke für das Iridium, Arschloch. Ich hätte auch B-Schloch sagen können, aber ich hab's beschlossen, nicht zu sagen. So. Sicherung deaktivieren. Ah, für den Raum da unten interessant. Ah, verdammt. Ah, was haben wir denn hier noch drin? $24. Gut, hier noch ein bisschen was zum Aufnehmen. Doch ich würde sagen, in der morgigen Folge besuchen wir unten dieses Gebiet, dieses mit den Kisten, mit der Dale-Kiste. Und schauen bis dahin, wie wir dorthin kommen. Und ich sage bis morgen, bis zur nächsten Folge. Cheerio, my friend. See you next time.